Auf Deutsch bitte. Und dann wollen wir mal sehen, wie das wird. TT Games, Lego und LucasArts. Bitte das Nunchuck mit der Wii-Vermittlung verbinden. Habe ich. Habe ich alles gemacht. Dabei Kristallschädel. Was das wohl ist? Ich habe keine Ahnung. Oh, heiß. Oh. Heißer Tee. Boah, rastet die Konsole gerade aus. Könnte man eine Party machen. Das lädt auch sehr lang. Ah, da wären wir. Ja. Ja, links und rechts haben wir zwei schwarze Balken. Das finde ich aber nicht schlimm. Dann haben wir aber WS oben und unten. Alles gut. Wir spielen Lego Indiana Jones 2, die neuen Abenteuer. Wir haben bereits hier schon auf Twitch und auch auf YouTube gibt es schon Lego Indiana Jones 1. Auf YouTube wird das später unten verlinkt sein. Und wir spielen jetzt Lego Indiana Jones 2. Ja, auf der Wii. Warum auf der Wii? Weil ich immer Nintendo-Spiele spiele. Und ich habe als Vorbereitung tatsächlich auch alle Indiana Jones-Filme geguckt. Alle. Und das Bild. Was war das denn? Okay, sonst kommt ja mal ein Trailer oder sowas. Na gut. Ich habe von dem Spiel eigentlich so gut wie nichts gehört, außer dass irgendwie... es redet fast keiner über das Spiel und ich weiß bis heute nicht warum. Achso, und? Ich habe was vergessen. Ich habe natürlich was vergessen und zwar haben wir den falschen Rahmen drin. So, viel besser. So, viel besser. So, neues Spiel. Wir versuchen es einfach. Kandidaten im Schalter, Wii-Konsole gefunden. Neues Spiel schon. Ja, bitte. Das sieht echt nicht so angenehm aus. Die Lego-Spiele sind einfach geil. Oh ja. Also ich liebe die Lego-Spiele und ich bin gespannt, wie das Spiel hier wird. Also ich bin ja dabei, alle Lego-Spiele einmal durchzuspielen, die es gibt. So, ja. Auch wenn es, auch wenn hauptsächlich eher Lizenzspiele. Aber hey, wir schauen uns die Sache mal an. Das ist End Up, was? Königreich des Kristallschädels Teil 1? Was? Ach so, und dann darf ich das noch nicht öffnen, alles klar. Okay, kann man denn hier irgendwie... Nein, tatsächlich nicht. Ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das ist, aber ich finde es schon irgendwie... Top Secret Apple. Okay. Ich finde es halt sehr... Ach, das könnte theoretisch Teil 4 sein und das ist Teil 3, 2, 1. Und dann ist aber hier von jedem... Weil ich habe schon gehört, ich glaube, jeder Film ist wohl irgendwie enthalten, aber irgendwie ein bisschen anders. So, und wir spielen hier tatsächlich dann direkt den vierten... Das erste davon. Ich finde übrigens so lustig, dass Indiana Jones hier genauso jung aussieht wie sonst. Achso, und das ist ein Lego-Set übrigens. Ja. Ich habe bis 3 Uhr morgens geschafft, wach zu bleiben, ordentlich getanzt und ein bisschen was getan. Oh, stimmt, stimmt. Wie war es denn sonst? Dann wollen wir mal gucken. So. Irgendwie war das ultra cool. Findest du? Ja, dann willkommen zurück. Oh Gott, was ist das denn? Also hier kann man anscheinend Figuren freischalten, die man dann spielen kann, oder was? Okay, also wir haben auf jeden Fall zwei Figuren. Wir haben Indiana Jones Kristallschädel und wir haben Mac. Okay, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Der vierte Film ist so furchtbar. Ich finde ihn tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Ich finde, die meisten reden den einfach echt schlecht. Klar, der ist nicht so super, aber ich finde ihn jetzt nicht so schlecht, wie viele sagen. Also, ich weiß, dass die da eine Vase kaputt gemacht haben. Und wieso ist da der Heilige Gral und diese... Statue aus dem ersten Teil. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind die als erstes nach Mexiko gegangen, um so eine Vase zu bekommen. Oder beziehungsweise sie wurde später gezeigt und da kaputt gemacht. Ich habe, wie gesagt, extra heute den Film nochmal gesehen. Gestern Teil 1 bis 3 und heute Teil 4. Und ich habe jetzt auch nicht gesehen, wo die hingehen. Okay. Das ist mir aber... Ich habe keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall noch irgendwas in Amerika. Ja, wollen wir mal sehen, wie das Spiel so ist, ne? Moment. Was ist das? Das ist ein Lego... Das ist ein Lego... Special Level, wenn man irgendwie Millionen Steine sammeln soll oder so. Das ist doch kein normales Lego-Level. Was ist das denn? Wer kann denn auf diese Logik? Kann ich denn wenigstens irgendwie... Nein, schütteln geht nicht. Kann ich... Ja, okay, das funktioniert wenigstens. Oh Gott, ist die Steuerung komisch. Wieso springt der so komisch?
Okay, also wir haben hier schon mal eine Banane. Bin sehr verwirrt. Wassermarsch, Wassermarsch. Zweimal Wassermarsch. Ja, dann wollen wir doch mal Wasser suchen mit anderem Wasser. Eins. Zwei. So. Ich weiß, wie das geht. Ist das Marcus? Ist der Marcus? Ich glaube, das ist Marcus. Ich habe keine Ahnung. Da wurden. Also im vierten Film werden so viele Namen gedroppt. Gesundheit. Das ist echt komisch. Das ist echt alles so komisch. So, da vorne haben wir so ein Ding. Das war, glaube ich, schon im ersten Teil. Sorry, bei mir wurde das erste Mal nicht angezeigt. Achso. Ja, wieso sorry? Ist doch gut. Moment, das. Achso, da braucht man jemanden mit einem Buch, ne? Okay. Ja, okay, das ergibt einigermaßen Sinn. Drücke Z, um mit der Banane auszuhalten. Schön, dass ein Pistolengeräusch kommt. Ja, ich hab ihn noch anvisiert. Ah, okay, so geht das. Die junge Inn ist einfach River Phoenix? Was ist River Phoenix? Den kenn ich gar nicht. Also bestimmt. Ich hab keinen Pup gehört. Wie, du hast keinen Pup gehört? Was? Also ich hab einen Pup gehört. Hat jemand... Habt hier keiner einen Pup gehört? Wird hier kein Pup gehört? Müssen wir da mal ein bisschen anpassen. Achso, ich habe einen Schlüssel. Ich hab ganz richtig aufgepasst. Also ich muss sagen, bis jetzt macht mir das Spiel ein bisschen Angst. Und das meine ich ernst. Es könnte vielleicht lustig sein, weil das mal was anderes ist. Ich kann ein Dreirad kaufen. So kann ich ein Dreirad... Oh Gott, das ist laut. Ich muss den Ton ein bisschen leiser machen. Modern Talking war dabei. Ja, nice! Party ohne Modern Talking ist keine Party. So ist es. Okay, hier gibt es wieder so Dinger zum Reparieren. Ich hoffe mal nicht, dass das wie bei ersten Indiana Jones ist. Ist hier wieder eine Banane? Ach cool, da bleiben die Sachen. Okay. Soll ich... Ich verstehe das Spiel nicht. Also klar, ich verstehe es, aber es... Hä? Warum funktioniert das so komisch? Okay, ich gehe einfach mal lang. Ich gehe einfach mal in Ruhe hier lang und erledige meine Sachen. Okay, jetzt kann man zur Refernbedienung. Ach, mit dem Zug. Also ich war ja schon verwirrt. Auf der Packung von hinten sah das schon so komisch aus. Und ich fand es jetzt nicht so schlimm. Man gräbt da mit einem Hammer? Ah, genau. Und so landen die dann halt dort, wo der Film anfängt. Hey, das ist doch die Anfangssequenz aus dem Film. Okay. Ach, guck mal, die kauft man als Gesundheit. Hast du den immer noch nicht gehört, die Pup? Also ich kann es mal lauter stellen. Also es sind schon echt laute Furze, also das muss ich schon sagen. Nein, nicht der Eisverkäufer! Okay, das haben die immer ganz geil gemacht eigentlich. Hab ich ihn gehört. Ah! Deswegen passt jetzt Modern Talking, der Teufel würde ich tun. Nee, ich singe definitiv kein Modern Talking. Okay. Das habe ich übrigens auch überhaupt nicht in den Film gescheckt. Dass die wohl irgendwie doch mal so spezielle... Also die tut immer so, als hätte die so Fähigkeiten. Oder nur am Anfang. Das ist noch die Lego-Zeit, wo die noch nicht gesprochen haben. Das fällt mir jetzt erst auf. Boah, wie altbacken das Spiel hier noch ist. Ja genau, wir müssen eine spezielle Kiste suchen. Wir sind Area 51 und das sind die vom... das sind einfach die...
Wie heißt die nochmal? Das sind einfach Russen. So richtig klassische 80er, 90er Actionfilm-Gedönse, wo es irgendwie immer die Russen die Bösen waren, ne? Schon irgendwie. Also finde ich schon krass, dass das irgendwie immer so Normalität war. So ganz früher waren es ja immer so die Deutschen so ganz lange und dann später die Russen. So in Filmen. Das ist ja eigenartig, aber. Also ja klar, nachvollziehbar wegen dem historischen Kontext, aber es ist halt trotzdem sehr, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig. Warte mal, wie geht das jetzt? Jetzt müssen wir erstmal gucken. In Union würde ich, nackig über den Markt laufen, sage ich immer. Ob du das wirklich machst, ist dann auch immer eine andere Sache. Also ich weiß, obwohl... Kommt drauf an, was für ein Markt. Ja, meist. Also heutzutage nicht mehr so oft, aber halt früher war das halt sehr häufig. Ach, cool. Okay, das ist ein cooles Feature. Also früher haben die halt wirklich hauptsächlich diese Sachen so... Okay, das funktioniert hauptsächlich nur so rum. Ich habe letztens mal irgendwo so eine Beschwerde gesehen, das war aus Fantastische Tierwesen war das, wo dann sich beschwert wurde, warum denn halt da jemand Deutsches da der Bösewicht ist und dann so. Jemand hat halt so gesagt, erstens, das wurde nie in dem Film thematisiert, dass das halt eine deutsche Person ist und zweitens, so ist die Geschichte halt mit dem. Hä? So, ja, wieso muss man das denn halt dann, wieso muss man das denn dann extra so machen? Nur für den Film? Und dann so, hä, wieso? War doch extra, das steht doch schon in den Büchern drin, so. Indirekt. Also mit Grindelwald finde ich jetzt. Das war nicht schon irgendwie sehr lustig. Naja. Wisst ihr übrigens, was mein Lieblingsfact aus von Indiana Jones ist? Leute interpretieren halt heutzutage alles rein. Ja, ich sag mal, du kannst es halt auch interpretieren, aber bei so Sachen, die halt, ich sag mal, wirklich nicht in so einem Kontext, also klar, das steht halt in einem bestimmten Kontext, aber nicht halt in diesen, also er hat halt den Kontext gesehen, dass halt Hollywood versucht, Deutschland schlecht zu machen. Und, naja. Also das kann ich mit keiner einzigen Sache bestätigen. Also nicht in dem Zusammenhang jedenfalls. Naja. Achso, was genau? Soll ich euch mal meinen liebsten Indiana Jones Fact nennen? Erzähl. Wusstet ihr, dass der zweite Indiana Jones Film ein Prequel zum ersten Film ist? Sagen bestimmt wieder ein paar Leute, ja, wusste ich, das verfährt man doch, wenn man anfangen nur die Zahlen sieht. Aber ich vergesse es jedes Mal. Ich vergesse es tatsächlich jedes Mal. Was war das denn für ein Geräusch? Warte mal, der hat doch eine Pistole, ich wusste es. Ja, der zweite Teil spielt vor dem ersten. Moment. Ist das nicht der Stab des Reh aus Teil 1? Ist das der Reh-Stab? Also ich weiß nicht, was ich zu dem Spiel denken soll, um ehrlich zu sein. Ich finde es auf eine Art interessant, auf andere Art finde ich es doch noch ein bisschen komisch. Besonders ist, wenn man den Film geguckt hat, mag ich die Figur hier nicht, die man gerade spielt. Aber ey, das ändert sich eh nach dem Level wieder. Das erste. Oh. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, gar nicht, warum das Spiel überhaupt existiert. Also ich habe das Gefühl, es wurde einfach nur gemacht, halt um den vierten Film halt ein bisschen zu pushen. Moment, kann ich jetzt... Ist das geil.
Okay, das ist schon, die Idee finde ich lustig. Hallo? Ah, jetzt geht's. Okay. Aha! Sehr schön. Freue mich auch schon total auf den 5. Indiana Jones Film, ne? Und ich möchte unbedingt die Serie gucken. Und ich möchte noch ein paar Bücher haben und ich möchte noch ein paar Videospiele haben. Besonders dieses Point-and-Click-Spiel hätte ich gerne. Das gibt es ja auch für die Wii, theoretisch. Deswegen, das werden wir uns auf jeden Fall irgendwann mal gönnen und dann hier streamen. Oh. Okay. Finde ihr gar eine Wasserflasche? Ach so, das sind Wasserflaschen. Das ist interessant. Weil man die Breastling springt immer aufs Bett und ich habe Angst. Nee. Also der macht immer die Moves nach, oder was? Boah, ich habe auch eine ganz lange Zeit Wrestling geguckt. Einer meiner Brüder guckt das immer noch sehr viel. Also WWE. Ich muss sagen, ich denke immer so, boah, könnte ich auch mal wieder gucken, aber so viel Kack wieder in letzter Zeit passiert ist, habe ich da gar kein Interesse mehr dran. Obwohl, das soll ja jetzt wieder besser geworden sein, seitdem die Führung dort umgeändert wurde. Sollen ja sehr viele gefeuert worden sein und sowas. Finde den okay. Was ist sonst noch? Oh Gott. Kann man nicht irgendwie... Nö. So. Also ich weiß nicht, wie gesagt, ich finde die Levelstruktur, ich mag ja eigentlich sehr, wie soll ich sagen? Ich mag ja eigentlich Level, die so ein bisschen kompakt sind. Aber das ist mir hier echt zu kompakt. Achso, der hat den ja gar nicht geschmissen. Was für ein Rüpel. Aber ich finde das mit den Ausrüstungsgegenständen schon ganz cool. Nur das mochte ich leider im ersten Teil schon nicht so richtig. Naja. Du machst das mal irgendwie. Okay. Müssen diese Metallgegenstände sein, die die brauchen? Oh, das ist ein Lichtschwert. Sehr geil. Hm. Da hätten wir schon die Kiste. Oh, na gut. So. Liegt echt viel Zeug rum, ne? Hat jemand von euch mal das Spiel hier gespielt? Beziehungsweise, was ist die Meinung von euch? Da ist noch ein Metallding. So. Ich glaube, das sind so Fahrzeugschalter, ne? Ja, toll, jetzt ist der andere natürlich wieder stecken geblieben. Hallo. Hä? Wo geht der denn jetzt hin? Ja, meist muss man einfach stehen bleiben, dann kommen die schon selber, aber... Hä? Dafür brauche ich den Fahrzeugschalter. Okay. Ein Dreirad. Dann brauche ich dann nicht noch eins vielleicht für?
Weiß gar nicht, ob das der Plan ist, das so zu machen, aber hey. Ich hab's noch nicht gespielt, hab generell nur Lego Star Wars Teile 1 bis 4 gespielt. Okay. Ich habe Lego Indiana Jones nie gespielt. Also es geht mir auch wirklich nur hier um den zweiten Teil, weil ich finde den halt, wie gesagt, von der Spielweise halt echt komisch. Ich wüsste halt gern was anderes zu dem Spiel sagen, weil ich habe halt noch gar nichts dazu gehört, so, weißt du? Was da wohl drin ist in der Kiste, die die Bösen wollen. Er war die ganze Zeit böse, er wollte nur Geld, was für eine Überraschung. Okay. Ja, wer ist das jetzt? Oh, Han Solo. Okay, also die Anspielungen sind immer cool. Das fand ich ja schon im ersten Teil recht geil, dass man da immer wieder Figuren aus Star Wars gesehen. Was ist denn für ein Gesichtsausdruck? Da hat man immer wieder Figuren aus Star Wars gesehen halt. So, sehr schön. Ach ja, ist das alles nicht schön hier? Also ich fände es schon cool, wenn die wirklich sagen würden, die bringen halt für den fünften Lego Indiana Jones Teil halt ein neues Lego Indiana Jones, wo die nochmal alle vier Teile reinpacken und ja, sowas finde ich eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Ach stimmt, das steht hier oben. Kann ich den nicht irgendwie Hallo sagen? Ah, okay. Hallo? Kann ich das nicht schieben? Na gut, schon nicht. Vielleicht war es auch gar nicht beabsichtigt, so hier. Autsch. So hier hochzugehen. Hey! Der hatte doch noch drei Herzen. Oh. Oh! Ja, das Beschleunigungsfahrzeug. Die Szene fand ich ganz okay. Ja, also der Film versucht wirklich immer einen draufzulegen, aber manchmal fand ich das auch ganz lustig. Okay. Also ich glaube, wenn ich hier draufstehe, dann aktiviert sich irgendwas. Oh oh. Nein. Ach, da unten ist der. Ich denke die ganze Zeit, hä, wo ist der Sand? Momentan, hä, hat er jetzt gerade mit der Peitsche gehauen? Das ist mein Markenzeichen. Was soll diese Unverfrorenheit? Okay, damit kriegt ihr aber echt viel schnell die Anzahl voll. Also dafür, dass ich eigentlich gar nicht so aktiv das sammle. Also jetzt schon ein bisschen mehr, aber halt nicht so besessen wie früher. Ist es nicht toll, besessen zu sein?
Apropos besessen sein, ich weiß noch gar nicht, was ich mal zu essen machen soll. Ich hatte gestern Kartoffeln mit... Achso, der schmeißt... Ach, der schmeißt eine Kette. Ah. Ich hatte gestern und heute schon Stampfkartoffeln mit Spargel. Und mit so Sauce Hollandaise Soße. War ganz lecker, muss ich sagen. Übrigens, auf welcher Konsole habe Besuch bekommen mit dem Look? Achso, ist auf der Wii ist das hier. Gibt's aber auch für andere. Ja, dann viel Spaß auf jeden Fall. Das ist übrigens lustig, dass er sich nicht dreht, aber das ganze Teil unter ihm. Bin ich nicht irgendwie ganz... Ah ja, ich wollte gerade sagen, kriege ich das voll. Ich glaube, das gibt's aber für die PS3. Ich glaube, für die PS4 im Cloud Gaming gibt's das noch und sonst habe ich keine Ahnung. Okay. Was kann der denn? Er heißt einfach der. Ist einfach der Hausmeister. Den kenne ich nur zu gut. Kann ich vielleicht hier hoch und den irgendwie angreifen oder? Nee, kann ich gar nicht. Also ich kann doch die Lampen kaputt machen. Ja, irgendwas muss man hier machen können. Das geht nicht. Also wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie was finden, was man machen kann. Aber ich sehe ja auch nichts. Ich kann nicht zu dem hoch, ich kann... Hä? Was will das Spiel von mir? Was will das Spiel von mir? Wieso kann ich denn nicht zu dem hoch? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Komm aber noch zu. Hallo, ist hier mein Partner? Hallo? Hey, hey! Ah! Aua! Hey, ist schon irgendwie ein bisschen blöd, die Idee alles. Also ich würde ja sagen, also eigentlich funktioniert das so, dass man ja rechts irgendwie die Tür, würde ich ja sagen, aufmacht und dann da irgendwie lang geht. Aber ich glaube, so funktioniert hier das Spiel nicht. Hey! Och Mann, das... Hallo, wir sind hier im ersten Level, was ist das? Sehen denn vielleicht irgendwas, was ich machen kann? Als ob! Wieso? Hey, ich hab das doch vor die ganze Zeit versucht. Hä, was ist, soll das? Moment, das so... Schwerste, was es gibt, ist einfach nur... Ich verstehe den Sinn da nicht hinter. Aua. Also, jetzt wo ich weiß, wie es geht, ist das ist ja echt bescheuert. Hä? Überlebt der... Die Macht von Lego-Figürchen. Oh ja. Die schon wieder. Das ist irgendwie so ein schöner Running-Gag am Anfang. Ja, schön ist relativ. Oh. Schön. Ich frage mich, wann das Level zu Ende ist. Oh! Ah, der Herr Hausmeister. Ja! Lehrer des verlorenen Schatzes Box im Beinhaus freigeschaltet. Creator Box im Beinhaus. Was?
Ich gucke das mal kurz an, oder?